Gedanken Recycling. In der Ideenwirtschaft ist die Umstellung auf Recycling längst vollzogen. Auch der mentale Müll in Politik und Medien bleibt nicht liegen, sondern darf zu neuem Müll werden. Die Gedächtnislosigkeit der Debatte schenkt Ramsch-Gedanken ewige Jugend. Streik ist Erpressung, jeder kann es schaffen, wir müssen mit dem Klimawandel leben statt sterben. Bereits abfällig an- und dahergedachtes ist nicht von Downcycling bedroht, wo schon der Ausgangsgedanke ein No-Brainer war. Dafür hieft rhetorisches Upcycling Denkversuche mit kleinen oder großen Fehlern ins mediale Meinungsfenster. Die Bruchstücke kaputter Gedanken laden andere ein, Rade zu brechen. Mülltrennung nach politischer Couleur für die gelbe, schwarze, blaue Tonne, eine sogleich zu verscherbelnde Idee. Der Kreislauf aus mentalen Ausfällen, Aufpolierung und Amnesie liefert endlosen Nachschub für kognitiven Konkurs, hinkende Denkfiguren und ruinöse Gedankengebäude. Deine Bereitschaft, diesem Schrott bis zum Ende zu folgen, jedenfalls spricht dafür. Dies war eine Folge des urehrlichen Podcasts Tontrug. Tontrug.de. Folge und gehorche auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Mir schien es, dass der Ton trug, je mehr wie ich das Ton wog.